So, du möchtest also H5P auf deinem eigenen Server laufen lassen, und zwar innerhalb von einem Drupal. Muss man einfach per Plugin machen, weil H5P eben nicht alleine läuft, sondern wenn es in verschiedenen Plattformen laufen soll, wenn man es einbetten soll, dann gibt es ja Sinn, dass man deren Plugin-Systeme benutzt, und genau das macht H5P. Dann braucht sich nämlich um Dateiverwaltung nicht kümmern, wäre auch Quatsch, wenn es die nochmal neu erfinden müsste. So, also innerhalb von Drupal installieren. Zeige ich jetzt, wie das geht. Wichtig ist, geht halt auf Drupal 7 und Drupal 8. Drupal 9 leider nicht. Da gibt es kein Plugin für. Ich zeige es jetzt auf einem 7er. Das ist das, was man wissen muss. Und das andere, ich zeige jetzt auch nicht, wie man ein Drupal installiert. Einfach, weil ich dann auch zeigen wollen würde, wo ihr eure Daten herkriegt vom Provider für die Datenbank und sowas. Und das ist halt überall anders. Aber gebt einfach mal bei YouTube Drupal und installieren ein. Da findet ihr auch Videos, die zeigen, wie man Drupal grundsätzlich installiert. So, also jetzt H5P in Drupal installieren, in einem Drupal 7. So sieht das aus. Ist ein nacktes System, noch keine Sprachdateien installiert, noch nichts anderes. Und jetzt wollen wir da H5P reinbekommen. Also damit wir hier unter Add New Content eben auch H5P-Inhalte einfügen können. Und dafür gehen wir erstmal auf Modules oder Module im Deutschen. Und da sieht man erstmal, was ja, Drupal von sich aus alles mitbringt. Und wir klicken auf Install New Module. Und jetzt ist das leider nicht so schön gelöst wie bei anderen Systemen, sondern man muss sich das jetzt hier erstmal zusammensuchen, entweder per Direktlink oder mit einer Datei, die man sich irgendwo runterlädt und dann hier hochlädt. Und das geht ein bisschen versteckt hier oben über Modules. Das heißt, dann klicke ich da drauf und mache es in einem neuen Tab auf. Und da muss ich jetzt hier einmal hinspringen. Und dann landet man hier. Das ist jetzt so eine Suchseite, wo man sieht, es gibt auch viele Plugins für Drupal. Und wir wollen halt H5P haben. Das heißt, das gebe ich hier ein und suche mal danach. Und dann sieht man schon, aha, hier an Stelle 2. Das ist es, das wollen wir haben. Und dann klicke ich da einmal drauf. Und ganz unten seht ihr auch, aha, gibt es für Drupal 7 und für Drupal 8. So, wir brauchen jetzt eine von diesen beiden Dateien. Es spielt keine Rolle, welche. Und die können wir uns jetzt entweder runterladen oder ich kopiere mir hier einfach die Adresse raus, habe ich ja gesagt. Und dann gehe ich zurück und kopiere die da einmal rein. So, und jetzt muss ich nur auf Installieren klicken und das geht jetzt wirklich auch relativ flott. Zack. So schnell geht das. Und H5P ist im Prinzip installiert. Jetzt gibt es noch zwei Sachen, die wir machen müssen. Nämlich erstmal müssen wir es aktivieren. Das machen wir hier. Er macht es leider jetzt auch nicht selber, sondern man muss jetzt erstmal runterscrollen, muss es erstmal finden. Und jetzt muss man ihm sagen, ich möchte gerne den Editor und auch H5P selber haben. Das ist hier getrennt. Wir brauchen aber beides. Wir speichern das. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Und das Zweite im Prinzip müssen wir jetzt nur noch, oder müssen wir nicht mehr, aber wir könnten mal in die Einstellungen reingucken, denn da gibt es so ein paar Sachen, die vielleicht interessant sein können. Also ganz unten gibt es hier dann diesen Punkt, der heißt Konfigurieren oder Configure. Und wenn man da drauf klickt, bekommt man halt noch hier so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Also, wenn man H5P kennt, dann weiß man, da drunter unter den Inhaltstypen ist häufig noch so eine Leiste, wo so drei Knöpfe drin sein können. Eben ein Knopf zum Runterladen und ein Knopf zum Einbetten und einer für Urheberrechtsinformationen und auch noch so ein kleiner H5P-Knopf. Das sind vier. Ist kein Knopf. Doch, es ist ein Knopf. Es sind vier Knöpfe, aber drei große. So, da kann man einstellen, ob die eben immer sichtbar sein sollen, wenn es Sinn ergibt, oder möchte ich das vielleicht dem Autor überlassen, ob der Inhalt runtergeladen werden kann oder nicht, dann kann ich das hier einstellen. Ich kann auch sagen, nie soll das runtergeladen werden können, dann stelle ich es aus, wenn ich das nicht möchte. Das macht man da. Was ist noch ganz spannend? Was ganz interessant sein kann, ist, wenn man andere Dateiformate noch hochladen will, dann muss man gegebenenfalls die hier ergänzen. Das sind jetzt die erlaubt sind. Und wenn man sagt, ich möchte noch andere Dateitypen hochladen können, innerhalb von H5P-Dateien muss man die ergänzen. Braucht man aber im Prinzip ganz, ganz, ganz selten. Wichtig sein kann noch für Entwickler und Entwicklerinnen, können diese zwei Sachen hier, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber den Entwicklungsmodus sollte man einschalten und diesen zweiten Punkt für für den Ordner, den dann auch, wenn ihr Entwickler, Entwicklerin seid. Ansonsten, Save Content State kann noch ganz interessant sein. Wenn ihr das anklickt, dann speichert H5P in regelmäßigen Intervallen, also in dem Fall hier 30 Sekunden, die eingestellt sind, den Bearbeitungsstand einer Aufgabe. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein sehr langes Video habt, wo 10 Aufgaben drin sind und die Leute da vielleicht zwischendurch eine Pause machen wollen und den Rechner auch nicht anlassen wollen, weil sie vielleicht auch, vielleicht müssen sie morgen wiederkommen, dann wollen sie nicht von vorne anfangen. Und
nehmen wir an, die ersten 5 Aufgaben haben sie schon bearbeitet und dann machen sie das aus, dann hat H5P das aber in aller Regel mit dem Intervall schon gespeichert. Also immer, wenn man auf Check irgendwo klickt, dann wird auch alles gespeichert. Das kann man damit machen. Und wenn die Leute dann später wiederkommen, dann stellt H5P einfach den alten Zustand wieder her. Das kann man mit diesem Save Content State machen. Der Rest, hier ist das vorangewählt, dass man den Hub benutzt, sage ich auch gleich dazu. Die Admins in Unis, die mögen das nicht so gerne, wenn Inhalte automatisch von fremden Servern nachgeladen werden. Das sind halt die Inhaltstypen. Da gibt es ja manchmal Aktualisierungen und das kann man über diesen Hub halt sehr schön automatisch machen. Admins in Rechenzentren, die haben das halt aus verschiedenen Gründen nicht so gern. Die sollten das hier ausstellen. Und auch das will man vielleicht ausstellen, das ist jetzt nichts Kritisches, da werden keine personenbezogenen Daten übertragen, sondern so allgemeine Nutzungsinformationen, also wie viele Inhalte sind erstellt worden und sowas und welche. Ja, aber nicht von wem oder irgendwas. Und ja, kann man auch ausstellen, wenn man das möchte. So, aber dann im Prinzip war es das, wenn man das gemacht hat. Dann muss man noch einen Inhalt erstellen, klar, aber das jetzt, jetzt seht ihr gleich, wenn ich jetzt auf Add Content gehe, dann gibt es hier schon diesen Punkt Interactive Content, das ist H5P und wenn ich da drauf klicke, dann seht ihr auch schon, das ist der, das ist eben dieser besagte Hub, wo ich jetzt Sachen installieren kann. Hier vielleicht noch der Hinweis, das sind sehr viele, die muss man einzeln installieren, einfach weil man vielleicht nicht alle haben will, dann müllt man sich nicht die ganze Festplatte des Rechners voll. Wenn man aber doch alle haben will, dann gibt es diesen Trick, zuerst Calm zu installieren, denn das mache ich einfach mal hier auf Get den Hinweis und auf Install klicken. Denn Calm, das wisst ihr vielleicht, da kann man ganz viele verschiedene H5P-Inhalte einbinden, zum Beispiel interaktive Videos oder Kurspräsentationen oder Multiple-Choice-Fragen oder Lückentext, ich weiß gar nicht, was da noch alles drin ist. Und wenn ich jetzt Calm installiere, dann holt er sich halt die anderen Bibliotheken, die es braucht, auch gleich noch mit. Das heißt, es installiert jetzt auch noch die genau, die Inhaltstypen, interaktives Video und Kurspräsentationen und Multiple Choice und was noch da alles zugehört. So, das hat er jetzt gemacht. Hier steht 96. Nicht irritieren lassen, es gibt noch so kleine Bibliotheken, die keine Inhaltstypen sind, die werden natürlich auch mit installiert, aber wenn ich jetzt zurückgehe, werdet ihr sehen, aha, alles schon installiert oder sehr viel schon installiert. Und nur so ein paar Sachen, Flashcards geht halt nicht in Calm, das müsst ihr jetzt nochmal einzeln installieren. Oder es gibt natürlich auch so ein paar Spezialfälle wie Essay, was man wirklich nicht unbedingt braucht. Das ist dann, das ist da auch nicht drin in Calm, also es ist jetzt auch nicht mit installiert. Wer es will, der macht das halt auch noch selber. Und dann könnt ihr loslegen und schöne H5P-Inhalte erstellen.